hier ist Ronja und die Izzy und ich haben uns versammelt für eine weitere Tierlist. Diesmal Roblox Adopt Me Pets. Die sind so, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe nicht viele. Ich habe die Ratte und den Hund. Aber wir werden heute herausfinden, was das ultimative Roblox Adopt Me Pet ist. Ja, da gibt es ja verschiedene. Hier sind einmal unten alle aufgelistet. Und wir haben hier diese wunderbare Kategorie von mein Traumpet bis Müll. Und werden das heute einordnen. Wir haben so ein Video schon mal gemacht, falls ihr das nicht gesehen habt. Das ist jetzt hier oben beim i verlinkt. Da haben wir deutsche Süßigkeiten geratet. Also, falls ihr da erfahren möchtet, was die besten Süßigkeiten sind und was absolut Schrott ist, dann folgt diesem professionellen Video, weil wir haben das also wissenschaftlich erarbeitet, die Izzy und ich. Genauso wie wir das heute tun werden. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit was Leichtem an. Und zwar mit dem Wildschwein. Wie würdest du das Wildschwein einordnen? Ja. Das ganz normale Wildschwein. Das ganz normale Wildschwein. Ist es nicht ein Baby-Wildschwein oder sowas? Ich glaube, das ist süß. Also wenn es ein Baby ist, aber es ist halt ein Wildschwein, keine Ahnung. Das ist ein normales Wildschwein. Es ist halt okay. Es ist ganz okay. Ja. Die Ratte mag ich nicht. Die Ratte finde ich schon kacke. Warte, wo ist sie? Die Ratte ist hier. Ah, oh nein, die ist süß. Wie jetzt? Eine Maus? Hey, das ist eine Ratte. Okay, dann mehr. Okay, was würdest du denn sagen, ist Müll in deinen Augen? Wo würdest du sagen, was hiervon gehört in den Müll? Ich finde diesen Stier da unten, der irgendwie grün ist, den finde ich richtig komisch. Warum ist der grün? Meinst du den hier? Was soll denn das sein? Keine Ahnung, aber ich würde dir zustimmen. Was soll denn das? Das Einhorn irgendwie, siehst du das rechts mit diesen roten Augen? Hä, ich finde das eigentlich ganz cool. Wirklich? Ja, ich mag das. Na, okay. Weißt du, dann machen wir ganz okay, einigen wir uns ganz okay. Na, zur Ratte? Nein, hä? Guck mal, das Einhorn ist viel cooler als die Ratte. Ich hätte lieber so eine süße Ratte. Aber gut. Was findest du denn in den Müll machen? Na, das Huhn. Nein, das Huhn ist super. Das ist mein Traumpet. Was? Bloß nicht in den das Müll. Das Huhn ist dein Traumpet. So cool. Das Huhn ist Schrott. Nein, das Huhn ist nicht Schrott. Das Huhn ist super. Machen wir das Huhn auf süß. Ist das, was du willst? Ist das, was du willst? Das Huhn auf süß. Mindestens süß. Mindestens. Na dann. Schildkröte. Schildkröte ist bei mir mindestens liebe ich oder mein Traumpet. Liebe ist. Liebe ich? Okay, liebe erstmal, ich. Wir gucken mal, vielleicht finden wir noch was. Bisschen Platz nach oben. Okay. Wir können es ja immer noch nach oben verschieben. Das Küken rechts. Das Küken? Oh, das Küken mag ich. Nehmen die Schildkröte. Nehmen die... Ah! Es ist ja besser als... Nehmen das Huhn. Guck mal, es gehört zum Huhn. Ja, aber es ist eine Babyversion davon, also muss es besser sein. Es kommt also über das Huhn. Zu süß. Okay. Okay? Okay. Okay, gut. Die Katze ist langweilig. Ich mag die Katze nicht. Ja, die ist süß. Ich würde ganz okay. Ist nicht so cool wie das Einhorn. Also auf jeden Fall besser als eine Ratte. Ich mache das Einhorn jetzt auch übers Wildschwein. Da lasse ich mir nichts raten. Nee. Blödes. Sind welche Tiere, die du wirklich hast, die du wirklich nicht leiden kannst? Diese Possums. Weißt du, was ich meine? Die mit den roten Augen, diese weißen Possums mit diesem dicken Schwanz, die einfach nur im Müll wühlen und deine Kabel durchkauen und halt einfach... Ich hasse das. Ja, oder? Aber siehst du da irgendwo eine Possum? Nee. Ich meine von denen, die da sind. Ich sehe kein Possum, aber ich wollte nur sagen, das Possum hasse ich. Wie würdest du die Giraffe werden? Ich kann besonders gut leiden. Du findest die Katze nicht gut? Nein, ich mag Katzen an sich nicht besonders gerne. Okay, du hast zwei Katzen. Ich habe zwei Katzen, aber zum Beispiel gestern ist eine Biene reingeflogen und das Erstbeste, was die eine Katze vorhat, ist auf der Biene rumzukauen. Ja, das machen die gerne. Und das tut mir im Herzen so weh. Hä? Aber die Katzen, die wollen dich verteidigen. Die denken, die Biene sticht dich. Nein, ich habe die Biene gerettet. Du hast die Biene gerettet? Natürlich. Ich habe die Katze verscheucht, habe der Zuckerwasser gegeben und habe die gesund gepflegt. Okay, dann machen wir einfach die bunte Biene hier oben auf mein Traumpad. Die finde ich nämlich erstens Bienen ganz sind cool. Tatsächlich meine Traumpads. Und ich mag sagen, die auch. Okay, aber die Katze würde ich auf ganz okay lassen. Aber ich stimme dir zu, Katzen sind ein bisschen dumm manchmal. Und fies. Richtig fies. Sind richtige Jäger. Ja, ja. Da du ja mein Einhorn nicht magst. Nein. Was ich jetzt übrigens auf süß hochwerte. Nein. Wie stehst du zum anderen Einhorn? Ich gehe. Okay, ich mach's wieder auf ganz okay. Wie stehst du zu diesem Einhorn? Das ist süß. Das ist süß? Das ist ein normales, hübsches Einhorn. Aber das ist besser als die Hühner. Yes. Ja, mach's da oben. Ich mach's auch liebig. Ja. Aber schlechter als die Schildkröte. Ich finde die Schildkröte cool. Wie findest du die Giraffe? Das wollte ich eben schon fragen. Weil wir kennen ja nach dem Blauen. Ist die okay. Ist okay? Ja, ist okay. Blauer Hund, Ronja. Blauer Hund. Ich finde den blauen Hund cool. Ich sag, ich finde den blauen Hund cool. Ich würde den blauen Hund gerne auf meinen Traumpet machen. Den hat nicht jeder. Der blaue Hund ist meiner Meinung nach... Aber ich dachte, du magst gar kein Blau. Ist deine Lieblingsfarbe nicht rosa? Ja, aber
ist halt der blaue Hund so. Ich finde den cool. Okay, wir können ihn eins roter machen. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Okay, okay, danke. Cool. Wie stehst du zum Faultier? Oh, so cool. Ja? Okay, sehe ich nämlich auch so. Ich würde den ganz hoch machen. Ich finde Faultiere super. Okay, same. Hoch? Ja. Goldener aber Pinguin. Aber können wir wirklich drei Traumpads haben? Ja, ist fair. Sie hat nur eins. Bei mir ist die Biene. Goldener Pinguin. Süß. Süß? Was haben wir denn noch? Wollen wir den Drachen raten? Ich finde den ein bisschen kacke. Ich mag den nicht. Das ist okay. Ich würde mich nicht freuen, wenn ich so einen Drachen kriegen würde, muss ich sagen. Stimmt eigentlich nicht, ne? Also ich würde den auf Mäh machen. Ich würde den über die Ratte machen, aber ich finde den nicht so gut. Nee, die Ratte finde ich süßer. Naja. Ratte? Okay, dann unter die Ratte. Habe ich kein Problem mit dieser. Ich dachte, ich will vielleicht, weißt du, fürs Rating so ein bisschen. Aber nee, kein Problem. Bestimmt jetzt auch Leute, die sagen, Drachen voll cool und so. Vor allem gibt es bestimmt... Der Drache ist sicher auch voll selten. Und weißt du, wenn du brauchst richtig Lack, dass du den Drachen kriegst, aber was hast du denn dann? Hast du so einen Drachen? Kuh. Hast du mich gerade als Kuh beleidigt? Ich meine, wie stehst du zur Kuh? Was ist das denn da? Sie ist eine Kuh! Hä? Wie doof die... Okay, wie doof. Ich sehe sie nämlich auch. Ich finde, Kuh ist beim grünen Löwen. Ist es besser als der grüne Löwe? Ja, oder Büffel oder was das auch immer sein mag? Rüffel. Ich glaube, das soll ein Löwe sein. Okay, aber wo ich mich einsetzen möchte für, ist der Dalmatiner. Ich mag den Dalmatiner. Ja, der ist... Oder? Der ist auf süß? Mindestens liebe. Okay, liebe ich. Okay. Ja, der ist echt lieb. Okay, sehr gut. Was haben wir denn noch? Hasen! Oh, guck mal, rechts unten ist ein Hase. Oh. Liebe Hasen. Und Schweine haben wir auch vergessen. Warte mal, du willst den Hasen? Den findest du gut? Hat? Ja, der... Nee, der ist nicht so toll. Aber ich liebe Hasen an sich. Ja, aber der... Also dieser spezifische Hase ist schon nicht gut. Hase ist auf okay. Ja, Hase ist okay. Schwein würde ich als mein zweites Traumpunkt. Okay, Schwein, da kann ich nichts gegen sagen. Wenn jemand Traumpet claimt, dann ist es Traumpet. Da darf man nichts gegen sagen, finde ich. Wie heißen die Dinger? Wüstenfuchs? Oh ja. Die mag ich, die würde ich auf ganz oben machen. Ich finde die super süß mit diesen Ohren. Total cool. Ja? Darf man noch ein Traumpet haben oder mache ich die auf Liebig? Musst du entscheiden. Ich mache auf Liebig. Ich mache ganz oben aber bei Liebig. Was ich halt nicht so cool finde, ist das Pferd. Ich weiß nicht, ich finde das Pferd ist nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein Pferd. Bist du schon mal geritten? Ja, ich hab's gehasst. Wirklich? Ja, ich bin auch kein Pferdefreund. Wieso, hat dir mein Pferd was getan? Ich hab Angst vor denen. Die sind so groß, die können machen, was die... Also, keine Ahnung. Ich hatte eine Freundin, die wurde von einem Pferd gebissen. Und die ganze Schulter war blau und schwarz und es war eine Riesenverletzung. Und ich hatte eine andere Freundin, die wurde von einem Pferd getreten und dann war der ganze Fuß blau und schwarz. Und ich hatte eine andere Freundin, die ist von einem Pferd gefallen und die hat sich irgendwas gebrochen. Pferde sind gefährlich. Also, bis vor einer Minute mochte ich Pferde noch. Okay. Ich finde, jetzt habe ich auch Angst vor ihnen. Die sind gefährlich. Was erzählst du mir für Horror-Stories hier? Die sind saugefährlich. Ich mag Pferde trotzdem. Aber wenn du von hinten an die Pferde rangehst, dann treten die dich einfach. Wer macht denn sowas, Ronja? Ja, weißt du doch nicht, wenn du als Kind, du denkst dir nichts Böses. Du denkst dir nichts Böses. Du gehst zum Pferd und dann gehst du. Die weiß nicht aus Spaß, die weiß nicht, weil die Angst haben vor dir. Nein, wenn du von hinten an das Pferd rangehst, ja? Du denkst dir, boah, ich würde gerne den Schwanz von dem Pferd flechten, zum Beispiel. Ja? Kann ja sein. Du bist 5 und denkst, das ist eine gute Idee. Und dann tritt dich das Dreckspferd einfach. Das machen die. Was hättest du lieber in deinem Schlafzimmer? Eine Mücke oder ein Pferd? Boah, eine Mücke kann ich töten. Ich hätte lieber eine Mücke. Nee, du kannst sie nicht töten. Du kannst beides nicht töten. Okay, das Pferd würde ich auch nicht töten. Das wäre ein Massaker. Ich habe nur gesagt, du kannst es nicht töten. Okay, also lebende Mücke oder lebendes Pferd? Was hättest du lieber? Okay, dann lebendes Pferd. Wirklich? Ja, weil die Mücke sticht mich ja, wenn ich die nicht töten kann. Die stirbt ja nie. Die ist auch so nervig. Das raubt dir auch den Schlaf. Du hast dieses ganz hohe und das kommt immer an deinem Ohr und du erschreckst dich und oh. Aber woher weißt du denn, dass du mit dem Pferd besser ist? Vielleicht wachst du morgens auf und auf einmal schlägt dir das so ins Gesicht oder so. Du hast ja noch nie mit dem Pferd im Schlafzimmer geschlafen, oder? Wahrscheinlich nicht gut. Vor allem, das ist ja auch laut. Das Pferd ist sicher auch nicht glücklich im Schlaf. Das wäre ja auch so viel Essen. Aber ich glaube, wir können das Pferd auf Mäh machen, oder? Wie du möchtest. Okay, danke. Ich mach's nicht auf Müll, ja? Ich bin kein Unmensch. Müll ist ja wirklich für die Kandidaten hier vorprogrammiert. Die es auch verdient haben, meiner Meinung nach. Igel. Also, wie stehst du zu Igeln? Igel finde ich niedlich. Okay, Igel mag ich nämlich auch. Igel würde ich bei süß machen. Unter das Küken, über dem... Nein, ich find's okay. Ich find's okay. Ich bin schon verhandelt. Ich will nur alles über das Huhn. Ich finde das Huhn blöd. Deswegen.
nein, das ist nicht gut. Wieso? Was ist da eine Maus? Siehst du die weiße Maus da? Bei der Reihe? Oh ja. Ja. Wollen wir die auch auf süß machen? Liebe ich. Liebe ich? Mindestens. Ja, okay, dann, liebe ich. Okay, kann ich mich mit anfreunden. Okay. Ich meine, es ist die gleiche Ratte. Warte mal, ich kann mich nicht damit anfreunden. Ganz okay. Nein, aber das ist doch eine Maus. Ja, aber die sieht gleich aus. Guck mal, wie die aussieht. Ja, aber das eine ist eine Maus, das andere ist eine Ratte. Ja, aber die ist gelb. Die hat Gold, okay? Sie hat wahrscheinlich einfach nur Gold ausgeschieden. Deswegen ist ihr Schwanz jetzt Gold. Und ihre Ohren. Willst du damit sagen, das ist Ausscheidung quasi? Ja, möglicherweise. Das wird dir so ein bisschen eklig dann auch. Und dann würde ich die gerne weiter runter machen. Nein, das ist okay. Mach bei süß. Ja. Okay, mal bei süß, okay. Na gut. Wie stehst du zum goldenen Griffin? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich find's, naja. Ich mag den. Ich finde den süß. Ich würde den zu dem Pinguin machen, dann können die Goldenen nicht zusammen chillen. Nicht über das Huhn, vergiss es, nein. Wie jetzt, nein. Nicht über das Huhn? Nicht über das okay, Huhn. Okay, ganz objektiv, ja. Ich mach's nur mal dahin, um mal zu fühlen, wie sich's da anfühlt. Das Huhn weiß, dass du es nicht leiden kannst. Ja, das mag ich ja auch. Ich ist ja nicht so, als würde ich es verheimlichen vor dem Huhn. Ich tue ja nicht so, Huhn, ich mag dich, aber dann sage ich hinter seinem Rücken, ich find's doof. Ich sag ihm ins Gesicht, Huhn, ich find dich doof. Ich mag dich nicht. Und dann fühlst du dich wie ein besserer Mensch oder was? Ja, weil ich ehrlich mit dem Huhn bin. Ich mach den Greif jetzt hinter das Huhn, aber ich sage dir, es bricht mein Herz. Unser letzter Kandidat für den heutigen Tag ist dieses Känguru. Oh. Okay, das ist eine gute Reaktion. Ich dachte schon, du willst es unter das Huhn. Liebe ich? Ja, wir machen es auf liebig. Ah, nee, das ist jetzt aber mein Traum. Okay. Ja, ich bin jetzt so. Wo würdest du es auf liebig einordnen? Ich finde es besser als den Dalmatiner, aber ich weiß nicht, wie ich mit dem Einhorn stehe. Ich finde es sogar süßer als das Einhorn. Ja, okay. Okay, Ladies and Gentlemen, das ist das finale Rating von Roblox Adopt Me Pets. Würdet ihr zustimmen? Oder würdet ihr sagen, die Kuh? Ich mag die Kuh. In dem Fall schreibt es gerne in die Kommentare. Diese Mutation aus Büffel und Löwe und Zombie finde ich echt super. Es ist ein Zombie-Löwe. Es ist einfach nur ein Zombie-Löwen-Büffel. Zombie-Löwen-Büffel. Finde ich gut. Traum oh du. Okay, ja, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung, euer Rating in die Kommentare. Ansonsten abonniert diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!